Kerstin Ortlechner, Fachärztin für Dermatologie. Warum die Dermatologie? Die Dermatologie ist ein irrsinnig breites, sehr spannendes Fach. Ich habe auf der einen Seite die konservative Dermatologie, aber auch die Dermatochirurgie. Für mich am spannendsten ist dieser visuelle Aspekt von der Haut. Also dass ich wirklich sämtliche Erkrankungen, Verbesserungen sofort an der Haut sehe, ohne große Labordiagnostik oder Monitoring. Neben der klassischen konservativen Dermatologie mit Krankheitsbildern wie Akne, Neurodermitis, aber auch vor allem Hautkrebs, habe ich mich auf die ästhetische Dermatologie spezialisiert. In der ästhetischen Medizin ist mir vor allem dieser Therapieansatz vor diesem sogenannten Whole-Face-Approach wahnsinnig wichtig. Das heißt, dass ich mit vielen kleinen gezielten Therapien wie Filler, Botox, Ultherapy, Fäden das bestmögliche Ergebnis für den Patienten erreichen kann. Das ist ganz einfach innere Zufriedenheit. Unzureichende Reinigung, wie zum Beispiel der Klassiker, dass man jetzt geschminkt ins Bett geht, aber auch Nikotinabusus und Sonnenbaden ohne adäquaten Lichtschutzfaktor. Es ist Teil unseres Jobs, immer an vorderster Front von Neuigkeiten und Trends zu sein. Ein lebenslanges Lernen, aber viel, viel wichtiger finde ich, dass wir im Herzen von unserer Profession wirklich nur Therapien anbieten, die wirklich den Patienten was bringen, das beste Outcome damit erreicht werden kann und vor allem den Patienten heilen. Meiner Meinung nach soll der jährliche Check-up beim Hautarzt wie zum Beispiel die Muttermalkontrolle zur Selbstverständlichkeit werden, wie der Gang zum Zahnarzt. Ich jedenfalls freue mich über jeden einzelnen Patienten, der mir sein Vertrauen schenkt.